an. Was macht sie denn hier jetzt plötzlich? Sie sitzt vor einer ziemlichen Lampe. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt. Und strickt. Ja, ich stricke hier. Und zwar versuche ich mich im Sockenstricken. Das habe ich schon mal probiert und es ist mir nicht besonders gelungen. Deswegen habe ich die Lust daran verloren, habe die Lust aber wiedergefunden. Und zwar ganz kurz dazu. Ich habe über, ich glaube, den Kanal von der Wanda auf YouTube wieder Lust drauf gekriegt, als ich Lutz von Mail Knitting dort gesehen habe. Wir mit einer besonderen Wolle, und zwar von Schachenmeier, der Regia Perfect Wolle Socken gestrickt hat. Und das hat er so sympathisch gemacht, dass ich direkt Lust gekriegt habe auf Stricken und besonders auf Socken stricken. Deswegen versuche ich mich jetzt gerade darin. Und ihr dürft ein bisschen daran teilhaben. Deswegen habe ich das Ganze einfach mal Stricktalk genannt und dachte mir, vielleicht ist das so eine kleine Reihe, die ich starten kann, denn eigentlich stricke ich sehr gerne, doch selten habe ich irgendwie Gelegenheit dazu und in diesem Winter habe ich noch gar nichts gestrickt, deswegen ja, starte ich quasi jetzt erst in die Stricksaison. Vielleicht wollt ihr ein bisschen dabei sein. Ich rede dann immer über ein paar Themen und heute wäre so ein bisschen das Thema, wo bin ich hier gerade? Was ist so gerade los bei mir und vielleicht auch, was kommt noch in 2018? Und mal schauen, wie weit ich hier mit dem Stricken komme, während ich noch rede. Ich hoffe, ich verstricke mich nicht. So, also, wo bin ich hier? Und zwar, ihr seht schon die Umgebung, das passt, oder das, was ihr seht zumindest, passt nicht zu dem, was ihr sonst so seht. Also, das ist keine rote Wand, das ist kein Bücherregal, kein gar nichts von dem, was ihr bisher so kennt von meinen Videos. Denn ich bin im Urlaub. Und zwar bin ich in Bad Füssing. In einem herrlichen Wellnesshotel. Ich habe mir das gegönnt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte es nötig. Um mit den Worten einer sehr guten oder meiner besten Freundin zu sprechen. So viel wie du durchgemacht hast im letzten Jahr. Da gönn dir das mal, diese Auszeit. Und nutze die auch. Und das habe ich jetzt gerade vor. Das heißt, ich tue genau das, was ich will und nichts anderes. Und genieße das sehr. Ich mache alleine Urlaub und ja, entgegen aller Vorurteile, man kann als Frau alleine Urlaub machen. Man kann es auch sehr gut, wie ich jedenfalls bisher finde. Man kann auch natürlich Urlaub machen, wenn man eigentlich sonst vielleicht denkt, naja, im Januar, warum macht man im Januar Urlaub? Wenn das vorherige Jahr nicht besonders war, dann macht man im Januar Urlaub oder wenn ein anderer Urlaub schiefgegangen ist. Das heißt, eigentlich war etwas ganz anderes geplant. Ich hatte eigentlich vor, mit zwei ganz lieben Mädels, unter anderem der Anka von Ankas Geht Blubber, nach Namibia zu fliegen. Und wenn ihr sie kennt und sie verfolgt, dann werdet ihr bestimmt schon ein bisschen was von ihr gesehen haben. Sie ist in Namibia und ich denke, sie genießt es wieder in vollen Zügen und ich gönne ihr das sehr. Bei mir hat es aus verschiedenen Gründen leider nicht geklappt. Hat nichts mit ihr zu tun, sondern ja, hat in meinem Leben gerade in dem Moment leider doch nicht reingepasst. Ich hatte es sehr vor und hätte mich sehr darüber gefreut. Ist nichts draus geworden, zumindest in diesem Jahr. Deswegen hatte ich aber trotzdem den Urlaub und wollte den dann eben für mich nutzen und habe mir gedacht, dann mache ich Wellness. Das habe ich mir noch nie gegönnt und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso braucht ein junges Mädel mit 27 Wellness? Vielleicht wäre es auch was anderes, wäre vielleicht auch gut gewesen. Wie gesagt, Namibia zum Beispiel, aber Wellness brauche ich einfach mal für mich, um mich selbst zu finden, um mit mir selbst klarzukommen, um wieder ein bisschen zu gucken, was ist mir wichtig und was möchte ich tun und genauso meine Zeit zu verbringen und zu gestalten. Das heißt, ich kümmere mich um mich, ich mache, was ich hier sehr schön finde, ich habe sowohl die Zeit als auch den Platz hier zum Glück, Yoga zu machen und das direkt nach dem Aufstehen. Ich kann einfach dann runtergehen und kann mich an den Tisch setzen und habe mein Frühstück dort. Ich muss mich also nicht um essentielle Dinge kümmern, wie zum Beispiel Essen, sondern kriege das alles gestellt, vorgesetzt und freue mich da sehr drüber, denn es ist sehr, sehr gut, die Küche hier. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Hotel, das jedwege Ernährung quasi abfrühstückt, dann kann ich euch nur dieses Hotel empfehlen. Es ist das Bio-Vital-Hotel Falkenhof in Bad Füssing und es ist nicht nur herrlich gestaltet mit den Möbeln, sondern eben wie gesagt auch wundervoll gemacht mit den Angeboten und auch mit Ernährungsprogrammen, mit Wellnessprogrammen, alles was es hier so zu bieten gibt. Um nochmal zum Stricken zu kommen, gerne dürft ihr bei den jetzt eben schon angekündigten Strick-Talks auch mitstricken. Ich würde mich sehr freuen und ja, für
vielleicht habt ihr dann auch Lust, das Ganze unter einem Hashtag zu posten. Ich würde mich freuen, vielleicht wäre folgender Hashtag ganz gut: Stricktalk mit Anja. Mich würde es freuen, wenn ein paar von euch mitmachen. Wenn ihr selber nicht strickt, müsst ihr natürlich nicht stricken. Ihr dürft auch gerne Kekse essen und Tee trinken oder dergleichen. Ich weiß nur jetzt schon, dass wenn ich an Kekse denke, das irgendwie nicht so gut ist, während ich stricke. Gut, zu dem Thema Yoga. Also ich kann hier eben, wie schon gerade gesagt, Yoga machen. Hier werden auch Yoga-Kurse angeboten. Habe ich bisher noch nicht teilgenommen, möchte ich aber noch machen. Ja, ganz viele verschiedene Dinge sind auch mit drin. Das heißt auch Vorträge, auch ja, in dem Sinne Wissen, das vermittelt wird. Eben aber auch Entspannungsgruppen, Yoga, progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Ganz verschiedene Dinge. Und dieses Programm lohnt sich wirklich, wenn man einzelne Dinge noch möchte, wie zum Beispiel Massagen, Pediküre, Maniküre, Fußreflexzonenmassage, ja, ganz verschiedene Dinge, dann kann man das auch noch dazu buchen. Das Ganze ist dann sowohl vorab als auch vor Ort noch möglich. Und ich finde, gerade wenn man sich so eine ruhigere Zeit aussucht wie nach den Feiertagen, also im Januar, hat man eigentlich eine große Chance, auch alles so zu kriegen, in dem Sinne, wie man es möchte, sowohl vom Zimmer, also Ausstattung her, als auch dann von den Einzelanwendungen und Terminen. Zum Thema Yoga nochmal. Ich habe hier eben die Zeit und auch den Platz, Yoga zu machen und habe das auch schon genutzt. Und für mich ist auch wichtig, ich möchte ein bisschen mehr meditieren. Und warum meditieren? Das klingt so arg spirituell, ist es eigentlich gar nicht. Finde ich zumindest, denn das ist so ein bisschen die Einstellung dazu. Meditieren ist ja letztendlich nichts anderes als die nach innen Schau. Das heißt, man besinnt sich auf sich selbst und man tut sich selbst eigentlich mit sehr einfachen Dingen etwas Gutes. Sehr einfach deshalb, weil man zum Beispiel eine geleitete Meditation sehr schnell auf YouTube findet. Ich habe mich nicht weiter informiert, das heißt, ich weiß nicht, wie viele Anbieter es da gibt und wie viele davon gut sind. Ich weiß nur, ich mache am liebsten eine geleitete Meditation mit Laura Marlina Seiler. Vielleicht kennt ihr sie schon, vielleicht auch nicht. Sie macht auch die Rise Up and Shine University, von der habe ich leider erst zu spät erfahren, deswegen konnte ich nicht direkt mitmachen. Vielleicht komme ich in der zweiten Runde mit dran. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall könnt ihr kostenlos jedes Video, das ihr möchtet, von ihr anschauen und darunter sind auch sehr viele geleitete Meditationen. Sie spricht aber auch zum Teil über negative Gefühle, wie kann man die loswerden, über so ein paar Fakten, wie man selbst psychologisch quasi sich auch helfen kann. Und in ihren Meditationen entführt sie gefühlt mich immer wieder irgendwie an einen Ort, den ich vorher noch nicht kannte, nicht ahnte, dass es den gibt und riesig, riesig glücklich bin, wenn ich von dem zurückkehre und ich fühle mich unglaublich wohl mit mir selbst, wenn ich eine Meditation gemacht habe. Das ist so ein Grund dafür, dass ich gerne eben ein ruhiges Hotel wollte, in dem ich mich auch insofern zurückziehen kann und das machen kann, denn das ist etwas, das möchte ich noch mehr in meinen Alltag integrieren. Habe ich zum Teil zwar auch schon, aber ja, das ist etwas, das tut mir unglaublich gut, deswegen möchte ich es machen. Nicht aus dem Grund, dass ich meine, oh, dann bin ich was Besseres, dann bin ich umso toller. Gar nicht, sondern einfach aus dem Grund, es tut mir gut. Ich möchte es gerne für mich machen und wenn ich es, je öfter ich es mache, desto eher merke ich, wenn es mir fehlt. Und wenn es mir dann fehlt, komme ich wieder automatisch dahin und meditiere dann wieder. Zum Thema Ernährung. In dem Haus hier, wie gesagt, kann man sich ernähren, wie man möchte. Also omnivor oder vegetarisch oder eben auch vegan. Auch bei diversen Lebensmittelallergien wird hier darauf eingegangen, habe ich zumindest an den Nebentischen schon mitgekriegt. Das heißt, wenn jemand irgendwas Bestimmtes gar nicht verträgt, dann wird hier sehr darauf geachtet. Sowohl vom Küchen- als auch vom Servicepersonal finde ich sehr, sehr aufmerksam und sehr schön, wie das bisher so stattgefunden hat. Also kann man sich definitiv nicht beschweren, dass irgendetwas, das man vorab angibt, nicht beachtet wird. Ich ernähre mich, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, aus einem der letzten Videos oder insgesamt vielleicht schon wisst, vegan. Das ist aus verschiedenen Gründen so. Zum einen ernähre ich mich vegan, weil ich das möchte. Das heißt, weil ich
Fleisch schon länger nicht mehr gegessen habe und nicht mag. Beziehungsweise ich habe auch kein Verlangen danach, mir fehlt es auch nicht. Vegetarisch habe ich mich also dann schon ein paar Jahre ernährt. Vegan, der Schritt war für mich tatsächlich eine ganze Weile. Da dachte ich mir, das ist doch bekloppt. Warum ernährt sich jemand vegan? Wieso und weshalb? Das ist doch übertrieben. Doch, ich bin dann auf verschiedene Dokumentationen gekommen und habe zum Beispiel von Gary Jourovsky, kann ich euch gerne mal unten verlinken, den gibt es hier auch auf YouTube. Ich glaube, im Moment ist er nicht mehr so aktiv, aber eines der älteren Videos, so 3 Jahre alt ungefähr, habe ich mir angesehen. Das ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln, wenn man möchte. Und dort, ja, tritt er sehr stark ein für die vegane Ernährung. Er ist allerdings jemand, der sagt, warum soll ich denn auf irgendwas verzichten? Haut sich eine vermutlich recht fettige und recht kalorienreiche vegane Pizza rein, die es in den USA gibt. Und ist in der Hinsicht weniger auf für die Natur belassene Ernährung, pflanzenbasierte Ernährung eben zu haben, sondern eher aus dem Grund, weil er das alles als, die ganze Industrie quasi als furchtbar betrachtet und darstellt, dass er eben deswegen nicht möchte, dass den Tieren Leid zugefügt wird und deswegen sich vegan ernährt. Das heißt nicht allein aus dem Gesundheitsaspekt, sondern wirklich mehr aus dem Aspekt, dass er meint, das hilft diesen Tieren. Genau, das hat mich dann dazu gebracht zu überlegen, okay, möchte ich denn das? Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das Video heißt auch so, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ist man danach, möchte man danach sich vegan ernähren. War bei mir auch so und ich fand es wirklich kritisch, diesen Umstieg zu machen. Denn natürlich hat man immer noch Dinge im Kühlschrank und die möchte man nicht unbedingt wegschmeißen. Ich zumindest bin mit dieser Mentalität aufgewachsen, dass man nicht einfach alles wegschmeißt, was man so hat, auch wenn man es nicht mehr möchte. Dann ist es etwas schwieriger, diesen Umstieg zu machen. Abgesehen davon, zu dem Zeitpunkt habe ich in einem Haushalt gelebt mit jemandem, der sehr gerne Fleisch und sehr viel Fleisch isst oder tierische Produkte und dann ist es schwierig, auf vegan umzusteigen. Allerdings möglich, also lasst euch davon nicht abhalten. Erstmal auszuprobieren, finde ich, ist die sinnvollste Idee, denn ich habe festgestellt, mir fehlt nichts. Also natürlich muss ich sagen, für mich war vorher ein bisschen die Angst da, mir könnte Käse fehlen. Ich habe Käse sehr geliebt. Für mich war auch die Angst da, ich könnte Eis sehr, sehr vermissen. Denn richtig cremiges Eis habe ich auch sehr geliebt. Es gibt so ein paar Alternativen und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, also mal kurz Lust drauf kriege und dann aber drüber nachdenke, dann merke ich, nee, so wichtig ist es mir gar nicht. Denn ich möchte eben keine tierischen Produkte zu mir nehmen. Jetzt kann natürlich jeder sagen und meinen dazu, was er möchte zu diesem Thema. Ihr dürft es gerne auch in den Kommentaren diskutieren. Bei diesem Satz verhaspele ich mich immer. Diskutieren, aber bitte sachlich. Denn ich bin der Meinung, ich muss niemanden missionieren und ich muss auch niemanden überzeugen. Denn jeder sollte nach seiner eigenen Überzeugung, nach seiner eigenen Meinung sich ernähren, genauso wie auch jeder sein eigenes Leben führt. Heißt auch, ich kann niemandem erklären oder ich finde, ich bin nicht in der Lage und in der Machtposition, jemandem zu sagen, was er zu essen hat. Ich finde es sehr spannend, wenn man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt und feststellt, dass zum Beispiel ich im Moment mit veganer Ernährung, ich fühle mich oft sehr wohl nach dem Essen, satt, aber ich fühle mich nie vollgestopft. Das heißt, ich habe nie das Gefühl, ich platze gleich. Ich bin zwar, wie gesagt, richtig satt gegessen, aber ich platze nicht und ich fühle mich nicht erdrückend müde durchs Essen. Ebenso fühle ich mich eher energiegeladen und eher wach und munter und aktiv, anstatt dass ich richtig in ein Fresskoma fallen würde in dem Sinne. Das heißt, ich fühle mich sehr wohl damit, wie ich mich im Moment ernähre. Unter anderem hat es auch noch was mit der Gesundheit zu tun. Und zwar habe ich in meinem Once Upon a Time für den Januar
am Ende erzählt von dem Buch China Study. Und in diesem Buch wird ja dargelegt, wie ist die Verbindung zwischen Ernährung und Erkrankungen. Und darin sind auch Hinweise bzw. ja, so ein paar Anhaltspunkte drin, dass man bei bestimmten Erkrankungen, dass da erst recht sinnvoll ist, sich vegan zu ernähren, um deren Ausmaße einzudämmen oder sie vielleicht sogar zu bekämpfen. Entgegen nämlich der Schulmedizin gibt es dort durchaus Erkenntnisse und Ansätze zu sagen, man muss nicht einfach jede Erkrankung hinnehmen und akzeptieren, dass die chronisch ist und für immer da und dass man sein Leben lang Medikamente nehmen muss, sondern man kann auch selbst etwas dagegen tun und sogar Erkrankungen bekämpfen damit. Wenn nicht bekämpfen, dann zumindest ausbremsen. Heißt, ein gesünderes Leben führen, dadurch, dass man sich vegan ernährt. Das Ganze, wie gesagt, könnt ihr in der China Study nachlesen. Wenn ihr das nicht möchtet oder wenn es euch nicht so sehr interessiert, dann überspringt den Teil einfach und hört mir erst wieder zu, wenn ich über was anderes rede. Aber ich möchte einfach ein bisschen das mitteilen, was ich an Wissen erlangt habe, ohne euch belehren zu wollen. Dieses Wissen, finde ich, ist nämlich etwas, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt oder auseinandersetzen möchte, kommt man nie zu diesem Wissen. Denn in der Schule wird uns das nicht vermittelt. In der Schule wird uns nicht erklärt, wie sollten wir uns ernähren, wie in den meisten Schulen, in meiner Schullaufbahn zumindest auch, habe ich nie Hauswirtschaftslehre oder Kochen oder dergleichen gehabt, was ich sehr schade finde. Dennoch, ja, muss man sich, finde ich, irgendwann in seinem Leben doch mal damit auseinandersetzen, wie ernähre ich mich. Und je nachdem, wie intensiv man das dann betreibt, kann man eben auch auf solche Erkenntnisse stoßen. Vielleicht seid ihr aber auch in der Lage und habt bereits eine Erkrankung oder eine Diagnose bekommen und wisst gar nicht so recht, wie ihr damit umgehen sollt und seid eher in einer Schockstarre gelandet, in der ihr, ja, einfach noch gar nicht auf die Idee kommen seid, dass es was mit der Ernährung zu tun haben könnte. Denn wie gesagt, die Schulmedizin sieht das leider anders und auch dort im Studium wird einem nicht wirklich etwas über Erkrankungen und Ernährung im Zusammenhang vermittelt. Finde ich sehr schade, denn diese Erkenntnisse, wie gesagt, gibt es bereits und wir könnten sie nutzen. Also, wenn euch da mehr dazu interessiert, ich werde, wie gesagt, wie auch in einem anderen Video schon erwähnt, definitiv nochmal was drüber machen, über vegane Ernährung, über die China Study und dergleichen. Allerdings, ja, wird es eventuell noch ein bisschen dauern. So viel also hier an dieser Stelle. Ich ernähre mich vegan, nicht nur aus dem Grund, weil ich kein Fleisch und keine tierischen Produkte mehr essen mag, sondern auch, weil sie mir nicht schmecken. Sie fehlen mir tatsächlich auch nicht, obwohl ich das vorher nicht gedacht hätte. Ich möchte nicht, dass die Tiere leiden und ich möchte auch ein Stück weit der Umwelt helfen, denn vegane Ernährung hilft der Umwelt deutlich mehr, als wenn wir Tiere essen. Jetzt aber weg von der Ernährung und zwar hin zu noch anderen Themen, die durchaus sehr, sehr schön sind. Zum Beispiel möchte ich einmal kurz hier an dieser Stelle erwähnen, dass ihr doch gerne bei meinem Blog vorbeigucken könnt, denn ich habe gerade in den ersten paar Tagen des Januar bzw. meines Urlaubs angefangen wieder zu bloggen. Warum ist das passiert? Weil ich mich einfach hingesetzt habe und meine Finger wollten etwas tippen. Und das haben sie getan und das haben sie direkt auf meiner Blogseite getan und direkt auch veröffentlicht. Das heißt, wundert euch nicht über die Zeiten, zu denen das manchmal auftaucht. Das kann durchaus abends oder spätabends, nachts sein. Das hat nichts Schlimmes auf sich, sondern einfach, dass ich in dem Moment so richtig den Drang hatte, etwas zu schreiben und das dann eben auch getan habe und losgeworden bin. Was könnt ihr da lesen? Ihr könnt da ganz verschiedene Dinge lesen. Sowohl ein bisschen über meinen Alltag, das heißt, was mich in dem Moment beschäftigt, also welche Gedanken es da gibt, aber auch so ein paar Bezüge dazu, was ich an dem Tag erlebt und gemacht habe. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, guckt doch da mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen, denn ja, also die Themen sind durchaus manchmal etwas ernster und etwas spezieller, sodass ich Dinge anspreche, die mir schon am Herzen liegen, die aber ja, meinem Gefühl nach nicht immer Gehör bekommen.
und ich mir nicht sicher bin, in welchem Maße würden sie denn in einem Video gehört bekommen. Deswegen schreibe ich sie und ich muss auch sagen, das ist wirklich mehr wie ein Drang. Also meine Finger wissen genau, was sie zu tippen haben. Mein Kopf ist dabei fast ausgeschaltet und ich freue mich sehr darüber, über dieses Gefühl, denn darauf habe ich so ein bisschen gewartet, dass es mal irgendwann so richtig aus mir herausbricht und ich einfach bestimmte Dinge schreiben möchte und das dann auch tue. Dafür dann habe ich den Platz gefunden und meinen Blog ein Stück weit reanimiert. Ich möchte weiterhin auch mehr auf meinem Blog machen. Ich hoffe, das freut euch. Das heißt nicht, dass es weniger an Videos geben sollte. Es sollte immer noch Minimum ein Video pro Woche sein, im besten Falle zwei. Und vielleicht schaut ihr einfach da mal vorbei. Wie gesagt, ich würde mich freuen, auch da ein bisschen Kommentare zu lesen und ein Stück weit zu diskutieren über Themen. Fände ich sehr spannend, einfach da was mitzukriegen. Denn der Kontakt zu euch, zu dir als Zuschauer, finde ich sehr spannend, sehr interessant und würde mich, wie gesagt, eben noch weiter interessieren, dass wir den vielleicht ausbauen können. Wie geht es denn ansonsten, abgesehen von Blog und Videos, weiter hier auf dem Kanal? Ich habe tatsächlich ein paar Ideen, was ich noch so machen möchte. Das hängt jetzt allerdings auch etwas von meinem Privatleben ab. Privat klingt immer gleich ein bisschen gruselig für alle Zuschauer, finde ich, wenn man dann denkt, oh ja, jetzt sagt sie wieder tausend Dinge und sie kann nicht drüber reden. Ja, macht sie leider, denn die Person, die hier so strickt, die hat tatsächlich wieder ein paar Veränderungen in ihrem Leben und die stehen kurz bevor. Das heißt, das ist nichts Schlimmes und das ist auch nichts, was dramatisch ist oder was so viel Einfluss haben sollte auf diesen Kanal. Doch es hat in dem Maße Einfluss darauf, wie viel Zeit ich habe. Ich habe im Moment eine Vollzeitstelle als Ergotherapeutin. Das soll sich auch nicht in dramatischem Maße verändern, heißt aber auch, ich habe nicht YouTube als meinen Job, sondern ich habe eine Vollzeitarbeitsstelle. Heißt, ich werde eventuell in näherer Zukunft, also so im Frühling, nicht unbedingt immer dazu kommen, alles so machen zu können, umsetzen zu können, wie ich möchte. Soll nur eine Warnung sein, dass ihr jetzt nicht gleich nächste Woche, übernächste Woche, wie auch immer, in drei Wochen etwas erwartet und dann merkt ihr, da kommt gar nichts Neues, obwohl es sich angekündigt hat. Sprich, was soll zum Beispiel dabei sein? Messen vermutlich weniger. Das liegt einfach an dem der Tatsache, dass ich mich auf Messen unglaublich unwohl fühle, deswegen da nicht so gerne hinfahre. Eher kann ich mir vorstellen, dass ich euch mitnehme zur Litlove, wie im letzten Jahr, denn die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Könnte mir auch vorstellen, dass in dem Rahmen vielleicht auch meine Cousine ein bisschen auftaucht, denn das wäre so meine Idee, ihr das vielleicht zu ihrem Geburtstag zu schenken. Dann hätte ich schon noch die Idee, den Eindruck, ich würde ganz gern die Kamera noch ein bisschen mehr mitnehmen, auch in meinem Alltag. Das, was ich sonst so mache, das, was ich vielleicht am Wochenende mache oder auch mal nach der Arbeit. Da ist ein bisschen die Frage, in welchem Rahmen das sinnvoll wäre. Wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, dann schreibt mir die gerne. Ich werde ansonsten einfach mal ein bisschen was ausprobieren und gucken, wie das bei euch ankommt. Auch im Rahmen von veganer Ernährung bzw. dem Buch China Study und auch dem entsprechenden Rezeptebuch passend dazu wäre für mich auch noch so eine Idee, vielleicht das anzugehen und euch da ein bisschen mitzunehmen. Wenn euch das interessiert, dass ich ein paar Ernährungs- oder Rezepte-Videos drehe, immer im Rahmen oder auf der Basis von dem Buch, China Study bzw. dem Rezeptebuch dazu. Ich würde mich natürlich freuen, wenn im Jahr 2018 ein paar Bücher mehr dabei wären. Das heißt, so um die 100 fände ich ganz schön. Muss jetzt aber auch nicht zwanghaft sein. Das heißt, es wird eventuell noch ein bisschen mehr werden an Büchern. Vielleicht auch nochmal ein bisschen eine andere Version von Rezensionen oder auch ein bisschen mehr mitnehmen eben beim Lesen entsprechender Bücher und
Zwischenmeinungen, Zwischenstände vielleicht auch zu den Büchern. Dann würde mich natürlich noch interessieren, wie sehr folgt ihr mir auf Instagram? Ich bin da ja wirklich sehr unregelmäßig tätig, das heißt sehr unzuverlässig. Sprich, mal bin ich da ein paar Tage aktiv und dann wieder gefühlt Wochen, Monate lang gar nicht. Heißt, wenn ihr mir da folgt, beziehungsweise ob ihr mir da folgt, das würde mich mal interessieren. Denn ich kann sonst schlecht einschätzen, wie viel Sinn es macht, dort mehr zu machen oder eben das so quasi als Zusatz zu YouTube zu nutzen. Sprich, dass ich euch dann nochmal mehr, was heißt mehr, in letzter Zeit was weniger, aber jetzt wieder mehr vielleicht Videos ankündige oder dass ich euch mehr mitnehme bei ein paar Büchern, die ihr dann eben zeitnah auch auf meinem Kanal als Rezension seht oder dergleichen. Also, was würde euch da interessieren? Interessiert ihr euch da überhaupt dafür oder seid ihr gar nicht so sehr dort aktiv und habt da gar nicht so sehr ein Interesse daran, sondern lieber an den Videos? Alles andere wird sich geben im Laufe des Jahres. Ich bin gespannt auf 2018. Meiner Meinung nach, auch wenn das schon viele gesagt haben und ich das in meinem Umfeld tatsächlich oft gehört habe, 2017 war nicht nur schlecht, aber irgendwie könnte es besser werden 2018 und da freue ich mich drauf. Ich bin einfach gespannt, was kommt. Die Kamera hat aus mir unerfindlichen Gründen einfach mir angezeigt, dass sie die Aufnahme angehalten hat. Ich habe keine Ahnung, wie der letzte Satz geendet hat. Wenn der unvollständig war, dann versuche ich euch mal den restlichen Schnipsel zumindest als Worte hier noch einzublenden, damit ihr den Satz vollständig habt. Ansonsten, genau, was ich noch vergessen habe an Thematik, also ich würde mich eigentlich gerne noch ein bisschen Richtung Kalender und vielleicht so ein bisschen Zeitmanagement, nicht unbedingt, aber so ein bisschen in der Richtung Kreatives und auch, ja, wie ich Ideen habe, in meinem Kalender vorzugehen und was ich da so für mich für Möglichkeiten habe und nutzen werde. Das möchte ich euch eigentlich noch zeigen und auch zu einem Video, das ihr entweder schon gesehen habt oder noch sehen werdet. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Da geht es um ein Päckchen, das ich auspacke und alles, was darin ist, wie ich das verwende, das wäre noch so eine Idee, was auch noch kommen könnte, dass es in der Richtung ein bisschen noch kreativer wird. Sprich, Sachen, die ihr mitmachen könnt, Sachen, die ihr vielleicht nachmachen könnt oder die euch einfach inspirieren. Und ansonsten würde ich jetzt eigentlich ganz gern noch wenige Minuten, keine Sorgen, es wird hoffentlich keine Stunde mehr, die ich noch stricke und euch erzähle, würde ich eigentlich ganz gerne noch kurz auf ein Thema hinaus, das ich sehr vermieden habe bisher, sowohl in Videos zu erwähnen, als auch bei anderen Leuten zu sehr darauf einzusteigen, denn irgendwie haben da viele einen anderen Geschmack als ich. Und zwar das Thema Serien. Serien ist bei mir folgendermaßen, ich gucke Serien, ja, man mag es vielleicht kaum glauben, ich habe bisher eigentlich noch keine erwähnt. Und zwar habe ich da so ein paar Serien, die ich ganz gerne mag. Zum einen, meine absolute Lieblingsserie, weil meine Lieblingsschauspielerin mitspielt, war, ist und bleibt für immer Mein Leben und ich mit Wolke Hegenbach. Wer diese Serie kennt, bitte, bitte schreibt mir das gerne. Ich würde mich so riesig freuen. Ich liebe diese Serie einfach unglaublich. Ich könnte sie auch jederzeit gucken. Auch wenn ich natürlich längst schon irgendwie aus dem Alter raus bin. Aber als sie lief im Fernsehen, ich habe die alle angeschaut und ich weiß, dass die zum Teil zu einer Zeit lief, da lief noch was anderes gleichzeitig. Ich weiß gar nicht mehr, Anna-Gruppe 11, irgendwas, was auf jeden Fall meine restliche Familie gucken wollte oder zumindest mein Bruder, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe mich da schon ein bisschen darum gestritten, dass ich da meine Serie gucken konnte. Ja, das war so die erste Erfahrung überhaupt mit Serien. Beziehungsweise vorher, vielleicht kennt ihr die auch noch, für mein Gefühl Jahrhunderte her, Jahrtausende, Unser Charlie im ZDF samstags. Ja, das war so eine Serie, die habe ich mit meiner damals besten Freundin immer geguckt. Als Unser Charlie irgendwie Sommer, Winter, was auch immer Pause hatte, Serienpause, kam immer Hallo Robby, das haben wir dann auch geguckt. Und dann gab es noch eine dazwischen, die fanden wir ganz furchtbar. Wir haben die zwar geguckt, aber wir haben immer drüber geschimpft. Die hieß Da kommt Kalle oder so. Und es war ein Hund, ein Jack Russell Terrier und wir fanden das ganz doof. Naja, also Hallo Robby und Unser Charlie haben wir geliebt, aber wobei Max von Unser Charlie fanden wir auch ganz komisch. Über den haben wir auch eher ein bisschen gelästert.
So wie über Carsten Speck. Es tut mir sehr, sehr leid an dieser Stelle. Er ist ein super Schauspieler, aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns sehr lustig über seinen Nachnamen gemacht und haben ihn immer Specki genannt. Es, wie gesagt, tut mir ausdrücklich leid, aber so waren wir damals. Und dann, ja, kam mein Leben und ich. Dann weiß ich gar nicht mehr, was da noch so alles kam und dazwischen war. Auf jeden Fall war dann eine der größeren Serienlieben noch The Big Bang Theory. Hat mich mein Freund, damaliger Freund, dazu gebracht oder draufgebracht. Genauso wie zu How I Met Your Mother. Fand ich am Anfang furchtbar schlimm, aber ich wusste eigentlich gar nicht, worum es geht. Und habe das verabschiedet und abgelehnt, dass ich das sehen möchte. Und irgendwann, ja, habe ich es dann auch geliebt und habe alle Staffeln durchgesuchtet. Ja, dann kam noch Limitless im Fernsehen. War auch eine der Serien, bei der ich sagen würde, die liebe ich bedingungslos. Und jetzt aktuell ist noch übrig Suits. Weiß ich nicht, wer das von euch kennt. Dann Once haben wir angefangen. Nee, die Serie heißt glaube ich auch Once Upon a Time. Auf jeden Fall hat mir schon mal eine Zuschauerin geschrieben, ich hätte die gleiche Frisur wie... Oh, wie heißt sie denn? Jetzt weiß ich ihren Seriennamen natürlich nicht mehr. Wie die eine aus Once. Ich habe mich sehr darüber gefreut, damals hatte ich noch ein bisschen längere Haare. Vielleicht sind die bald da auch wieder, meine Haare zumindest. Und ja, das ist eine Serie, da bin ich aber irgendwie irgendwo am Anfang der zweiten Staffel, glaube ich, hängen geblieben. Oder am Ende der ersten, weiß nicht mehr genau. Und habe noch nicht weiter geguckt. Ebenso wie bei Gilmore Girls. Das ist wiederum etwas, das habe ich, soweit ich weiß, auf Instagram gepostet, ein Foto. Da ging es mir nicht gut letztes Jahr und da habe ich mir die erste Staffel besorgt und habe sie angefangen zu schauen. Mich hat es leider nicht so gepackt, dass ich es zu Ende schauen wollte und durchgesuchtet hätte. Aber dafür, im Moment, seit, ich weiß es nicht genau, vielleicht 2 Wochen, hänge ich an einer Serie, die ist eigentlich schon alt. Was ist eigentlich? Die ist wirklich schon alt. Davon gibt es, soweit ich weiß, um die 145 oder 43 Folgen heißen die näher. Folgen. Und die gucke ich gerade. Beziehungsweise eine habe ich schon irgendwie verpasst. Bin schon ungefähr bei Folge 60 oder 61, 62. Und gucke die auch hier im Urlaub weiter. Denn diese Serie kann ich auf YouTube gucken. Da hat sie jemand zur Verfügung gestellt. Ab und zu fehlt mal ein Schnipsel oder eine Folge, wie gesagt, fehlt komplett. Zumindest konnte ich sie nicht finden. Finde ich jetzt weniger tragisch, denn die Folgen sind 20 oder 25 Minuten lang. Da kann man es mal verkraften, wenn man da einen Teil nicht mitkriegt, denn in irgendeiner der nächsten Folgen wird am Anfang das nochmal wiederholt und man kriegt die Story ja trotzdem mit. Das heißt, ja, ganz viel wird einem nichts. Aber das ist im Moment etwas, das suchte ich tatsächlich durch. Mit Raphael Voigt, oder wie er heißt, als Nils. Mit Alyssa Jung als Nelly und ja, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich drauf gestoßen bin. Auf jeden Fall tatsächlich irgendwie für mich gerade ganz große Serienliebe. Einfach irgendwie was schnulzig Simples, was ich ja, mir reinziehen kann. Dabei kann man übrigens auch gut stricken und das werde ich jetzt dann auch tun und zwar diese Serie weitersuchen. Sobald ich genug Themen beisammen habe oder Ideen, worüber ich weiterhin mit euch sprechen kann beim Stricken, werde ich die Kamera wieder einschalten und euch daran teilhaben lassen. Also, ja, seid gespannt. Ich würde einfach mal vorschlagen, ich probiere mal aus, wie lange dieses Format so funktioniert und wie viel ich da zusammenkriege an Folgen. Dann kriegt ihr vielleicht alle 2 Wochen eine oder gerade im Moment jede Woche eine. Kommt auch an, wie viele das jetzt werden und wie viel ich jetzt stricke. Vielleicht seht ihr dann irgendwann auch mal einen Fortschritt und nicht nur mich im Halbdunkeln mit dem Anfang von einer Socke. Vielleicht ist es auch was anderes noch spannender, wenn ich was stricken würde. Ich würde ja auch gerne noch andere Dinge stricken, aber das sehen wir dann. Lasst also gerne alles, was euch jetzt so eingefallen ist, während diesem ewig langen Gelaber von mir, gerne in den Kommentaren, gerne etwas dazu, wie viele auf Instagram mir folgt oder euch interessiert, wie viel ich da machen könnte. Gerne auch Videowünsche und Ideen, wenn ihr da bestimmte Interessen habt, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt. Oder auch natürlich jederzeit Kommentar zu den anderen Themen, die ich angesprochen habe. Denn, wie gesagt, das interessiert mich durchaus. Dann hoffe ich, strickt ihr noch ein bisschen weiter, so wie ich auch. Oder trinkt euren Tee.
esst eure Kekse. Und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich hier sitze und stricke. Oder in einem anderen Video, denn ich möchte auch hier aus dem Urlaub ein bisschen über die Bücher dann reden, die ich hier lese oder gelesen habe. Eventuell auch noch ein Video dazu, was ich mir mitgenommen habe in den Urlaub an Lesestoff. Mal gucken, wie viel ich davon dann tatsächlich gelesen kriege. Schließlich nimmt Stricken ja auch einen gewissen Zeitraum in Anspruch. Und dann sehen wir uns wieder. Ich würde mich freuen. Lasst mir einen Kommentar da und strickt schön. Tschüss!